Der Markt ist zugegeben ein bisschen nervös. Wir sehen das heute zur Eröffnung beim Nasdaq, in diesem Fall der Future, aber das ist natürlich für CFD-Anhänger oder wer mit Zertifikaten oder sonst irgendwas unterwegs ist, ähnlich. Wir haben es gesehen, wir sind eigentlich ja in einer Aufwärtsbewegung. Ihr seht das jetzt hier, obwohl ich immer noch davon ausgehe, wir haben realistische Chancen, dass es nochmal ein gutes Stück weiter nach unten geht. Das soll aber gar nicht das Thema für diesen Augenblick sein. Wir sehen allerdings auch, dass jetzt aktuell so ein bisschen eine Beschleunigung hier aufgetreten ist. Der Markt also zur Eröffnung nochmal einen guten Schwung nach unten mitgenommen hat. Das spricht übrigens für Nervosität. Ein bisschen kann man das hier nochmal ablesen, im 4-Stunden-Chart beispielsweise. Ja, wir sind nach oben unterwegs, aber wir haben hier immer wieder so kleine, schnelle Ausreißer. Wir haben das hier vorne, da sieht man das im 5-Minuten-Chart sogar. Ich mache den mal ein bisschen größer. Wenn ihr solche Bewegungen seht, die doch sehr, sehr schnell sind innerhalb der, naja, insgesamtigen ja ganz guten Aufwärtsbewegung, aber zwischendurch mal ganz schnell wieder nach unten. Auch hier ganz schnell mal nach unten das Ganze. Hier im Kleinen, man sieht es hier kaum, aber guckt es euch selber natürlich sehr gerne an. Immer wenn sowas passiert, ist das ein Zeichen dafür, dass die Leute nervös sind, dass sie noch nicht so richtig daran glauben und ganz schnell gegebenenfalls auch mal Gewinne mitnehmen. Klar, in einer Aufwärtsbewegung sind Abwärts Korrekturen regelmäßig natürlich gegeben und Teile dieser Korrekturen, ihr wisst das natürlich längst, die sind typischerweise schnell, aber je auffälliger die eben dann auch mit Schmackes umgesetzt werden, desto eher muss man die Frage stellen, uiuiuiui. Aber noch ist deshalb nicht aller Tage Abend, im Gegenteil, noch sind wir hier einigermaßen stabil beim Nasdaq hier, unserem Treiber der letzten Monate im Aufwärtstrend, das kann man ganz klar so sagen, hier auch im 5-Minuten-Chart zu sehen. Und wir sehen jetzt schon, dass von dem Hoch, 1. Dezember, also gestern hatten wir die Hochmarke abends, dann ging es ein bisschen runter und das verlockt sogar gegebenenfalls nochmal für die Long-Seite. Dafür bräuchte ich allerdings einen Zwischenhochbruch. Ein ganz klassischer wäre natürlich so etwas hier in der Richtung, damit man sagen kann, Aufwärtsseite stark, Abwärtsseite A, B, C und dann setzt sich das Ganze nochmal fort. Das Ziel ist für diese Sache etwas schwieriger zu bestimmen, denn es gibt keine klare Zielmarke. Man kann natürlich in so einem Fall ohne weiteres sowas wie Extensions mal annehmen. Das heißt, wenn man den Hochpunkt hat, den Tiefpunkt, ob der jetzt wirklich ein Tiefpunkt wird, aber wenn man das hier als Tiefpunkt dann mal jetzt im Moment mal annimmt, dann hätte man hier erste Zielmarken, die man vielleicht so ein wenig erahnen kann für ein mögliches Überschießen. Dazu muss der Markt aber erstmal drehen und im Moment ist er offensichtlich noch nicht dazu gewillt. Ihr seht also, der Chart ist spannend. Es macht Spaß, drauf zu gucken, auch live mit dabei zu sein. Meine ganze Long-Überlegung bräuchte natürlich einen Bruch hier in dieser Richtung oder für die ganz kurzfristigen unter uns etwas in dieser Form, um dann zu sagen, ich gehe long. Solange die Abwärtsbewegung so scharf ist, wie sie jetzt ist, und ihr seht das, wir markieren im Moment hier noch auf der Tiefseite eben gerade, und wenn jetzt der Kurs stattdessen so etwas hier produziert, dann ist das alles andere als die Dynamik, die wir uns vorstellen auf der Aufwärtsseite. So ähnlich wie wir das hier hatten, wenn wir sowas sehen, dann kommt eine ABC oder eben sowas mehrfach Wackeliges, also ABC wäre ebenfalls denkbar. So ein Bruch auf der Abwärtsseite, das wäre schon ganz famos, um da noch mit reinzukommen. Ihr seht also, es ist spannend, bleibt ein bisschen dran, genießt den Chart mal. Es ist auf jeden Fall Dynamik da. Die Dynamik zeigt, dass der Markt nicht einheitlich, also nicht klar ist im Sinne von, nö, es gibt nur eine Richtung. Wir sehen, dass die Dynamiken in beide Richtungen immer mal wieder passieren. Jetzt seit gestern mehrheitlich sogar eher auf der Unterseite. Und deshalb die Frage, ist damit das nächste Bild losgetreten? Wir wollen die Sache im Auge behalten. Ich werde euch informieren, wenn ich dazu was weiß. Damit ihr das mitbekommt, solltet ihr euch anmelden bei Born for Trading. Und dann bekommt ihr solche Nachrichten aufs Smartphone. Außerdem meine Empfehlung, meldet euch an für den Trade des Tages, um ein paar Ideen zu bekommen, ein paar ganz konkrete Trades von uns, damit ihr immer wieder hingewiesen werdet, wenn wir einen Trade machen, den wir empfehlenswert finden, wo ich sage, den sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Dann aber auch mit unseren ganz konkreten Ein- und Ausstiegsmarken. Es ist kostenfrei, meldet euch an, damit ihr rechtzeitig die Informationen zu den jeweiligen Trades dann bekommt. In diesem Sinne, für diesen Augenblick soll es das erstmal gewesen sein. Vielleicht sehen wir uns gleich noch im Markt oder sonst spätestens morgen oder kürzer, wenn ihr wieder Zeit habt und dabei seid. In diesem Sinne, euch alles Gute und liebe Grüße.